Hallo Leute, jetzt geht's los und zwar wird jetzt angepflanzt beziehungsweise vorgezogen. Es ist jetzt Ende Februar und ihr seht schon, hier habe ich ein ganz schönes Pack 25 Liter Anzuchterde. Ich habe dieses Mal mehr geholt, weil ich ständig immer nachkaufen musste und jetzt bot sich das an. Das ist natürlich torffrei und Bioerde und alles andere würde ich euch auch nicht empfehlen. Also dies war relativ günstig. Das hat sich echt gelohnt. Wenn man nicht alles verbraucht von dieser Erde, ist das kein Problem. Wenn ihr die luftdicht verpackt, könnt ihr die ohne Probleme nächstes Jahr auch nochmal nutzen. So viel zur Anzuchterde. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr anziehen könnt. Also es gibt diese Pappbecherchen. Manche nehmen auch Eierbehälter, also diese Eierkartons. Ich mache das nicht so gerne, weil man nie weiß, ob da eventuell Salmonellen drin sein könnten oder aber auch nicht. Also ich mache es deshalb nicht. Man kann natürlich auch super gut diese so Balkonkästen nehmen. Also schön darauf achten, dass ihr unten Löcher reinstanzt, damit das Wasser abtropfen kann. Dafür braucht ihr natürlich auch eine passende Abtropfschale. Kann man auch mehrmals benutzen, lohnt sich auch. Man kann aber auch so Mini-Gewächshäuschen nehmen. Das nehme ich immer gerne für die Anzucht von Tomaten, weil die auch ein bisschen mehr Wärme benötigen und die eine ziemlich lange Keimdauer haben. Eignet sich auch super gut für Paprika. Wenn man zum Beispiel breiter gefächerte Sachen hat, wie zum Beispiel, was man jetzt auch schon aussehen kann, ist Zwiebeln, einige Zwiebelsorten. Manche kommen direkt ins Freiland im März, April, aber einige werden vorgezogen, verschiedene Sorten. Also solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr das aussät, was hinten auf der Packung steht, wie die eingepflanzt werden, beziehungsweise ob die vorgezogen werden müssen. Definitiv ist es bei Paprika, Tomaten auf jeden Fall so. Gurken können eigentlich auch ins Freiland. Ich habe es letztes Jahr ausprobiert und war super positiv überrascht, wie gut das ging, die Direktsaat ins Freiland. Für mich war das ein super Erfolg. Trotz des mega schlechten Wetters hatte ich eine Wahnsinns-Gurkenernte. Bei Zucchini geht das auch, aber da ist auch auf jeden Fall immer ganz gut vorzuziehen, vor allen Dingen, wenn es noch nicht so ganz warm ist. Ja, Kohlrabi werden auch vorgezogen und für Kohlrabi eignet sich ganz gut so ein etwas größeres Töpfchen, so wie ich jetzt hier habe. Ich mache da jetzt immer zwei Körner rein von den Kohlrabi-Samen. Und dann haben die auf jeden Fall auch erstmal Platz genug, bis die denn dann ins Freiland kommen. So Sachen wie halt Zwiebeln können in breitere, nicht ganz so hohe Fächer rein. Das ist überhaupt kein Problem, weil die Wurzeln auch nicht tief. Für Tomaten eignet sich natürlich immer eher mehr so ein tieferes, weil die Wurzeln auch relativ tief. Paprika und so weiter genauso. Nicht unbedingt zusammen in einen Topf, das sollte man natürlich auch nicht vergessen. Ja, und wie sowas funktioniert, das weiß eigentlich so ziemlich schon jeder, aber für den Fall das nicht, ist folgendermaßen. Wir haben hier so Töpfchen, die werden mit Erde gefüllt. Dann macht man ein kleines Löchlein rein, einfach mit dem Finger so, zack, fertig. Oder wenn man mehrere in eins, dann macht man halt eins, zwei, drei Löcher zum Beispiel. Dann kann man hier aus diesem Tütchen, das ist jetzt Kohlrabi, nimmt man sich so ein paar Körnchen raus und die kommen dann halt so eins, zwei und drei hier in die Erde rein. Dann wird das leicht zugemacht und angedrückt und dann wird es gewässert. Und zwar habe ich dafür immer so eine Spritze. Ich fülle die immer mit Regenwasser und dann wird das nur leicht angegossen, damit sich die Poren schließen und keine Pilze entstehen können. Und dann kommen die auf so Abtropfschalen. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit der ganzen Anzuchtarbeit.
Gut ist auf jeden Fall immer darauf achten, dass diese Sachen, wenn die jetzt in den Töpfen sind, dass das nicht zu sehr austrocknet und auch nicht zu nass wird. Und dass ihr nicht zu viele in einem Topf, sonst müsst ihr halt zu viel wegpikieren oder rauspikieren. Deshalb zwei, drei Saatgutkörnerchen, zum Beispiel bei Kohlrabi, reicht auf jeden Fall. Also ich hatte letztes Jahr die Zwiebeln in ungefähr so einer Schale, die war auf jeden Fall aber noch größer und hatte diese größere Schale geteilt, eine Seite mit Basilikum und eine Seite mit Zwiebeln. Und das hat fantastisch funktioniert. Und deshalb habe ich auch wieder Zwiebelsaatgut genommen. Ich habe zwar noch ein paar Stecklinge von meiner eigenen Ernte vom letzten Jahr, die kommen aber so in die Erde, dass Zwiebelsaatgut, wie gesagt, wenn es denn auf den Tütchen steht, muss halt vorgezogen werden. Und da eignen sich halt wirklich so flachere Schalen super gut. Und dann kann man das halt einfach mit einem Löffelchen oder einem Küchenschaber, wenn man sowas noch hat, ein älteres Teil oder wie auch immer, oder man kauft sich halt ein schön portionsweise rausholen und in die Erde setzen, funktioniert auch prima. Ja, das war es eigentlich schon zum Anziehen. Wie gesagt, also angezogen werden jetzt Tomaten, Paprika, Kohlrabi, einige Zwiebelsorten. Und der Rest ist dann erstmal, braucht dann erstmal noch was. Es gibt verschiedene Blumen, klar, die müssen eventuell auch vorgezogen werden. Da weiß ich jetzt aber selber auch nicht so Bescheid, muss ich ehrlich gesagt gestehen, weil ich sowas meistens schenken lasse. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt weitergeholfen. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Machen. Stellt die Sachen auf jeden Fall schön an die Fensterbank, wo viel Licht ist. Und bei Tomaten, Paprika auch ruhig ein bisschen Wärme hinkommt. Das ist immer ganz wichtig. Ach so, und noch was. Wenn ihr diese kleinen Mini-Gewächshäuser benutzt, achtet darauf, dass ihr zwischendurch lüftet. Hier, das kann man zum Beispiel so auf- und zudrehen. Das ist schon ganz wichtig, damit die Erde nicht anfängt zu schimmeln. Das macht dann halt auch Sinn, das zwischendurch mal zu lüften. Man kann es auch mal anheben. Ja, das hätte ich jetzt fast vergessen zu sagen und das wäre natürlich nicht so gut gewesen. Also, dann sage ich jetzt mal Tschüss und bis bald.